name myself Quiet Man. I'm a drug girl in a rap, call me the Iceman. I'm a full effect with DJ Nelson and Red Sound. I like your boy, one love, peace. Liebe deutsche Rap-Szene, lies mein offener Brief. Und ich hoffe, du siehst, ich hab einfach keinen Bock mehr auf Beef. Ich bin der letzte Profi zwischen diesen Hobby-MCs. Doch dies ist mehr als nur ein Job, den ich lieb. Dies ist mein Leben, doch ich seh wohl vieles anders, als es andere grad sehen. Doch mal sehen, ob die selbst in 10 Jahren dastehen, wo ich seit 10 Jahren steh. Es gibt keinen Plan B, ich bin so tief drin, dass ich selber kein Land seh. Bin ein kostbarer Schatz in diesem riesigen Rap-Meer. Und keiner liebt Rap mehr, und keiner hier rappt mehr. Als ob ich, weil ich gern mal sing, jetzt weniger Rap wär. Als würde hier irgendetwas besser sein, wenn ich weg wär. Wer hat Rap mit aufgebaut? Wer hat Rap mit etabliert? Die haben ihn kaputt gemacht und wer hat's wieder repariert? Ich. Und ich hoffe echt, dass ihr Rapper hier es jetzt kapiert. Ich könnte auch nur noch singen und ich wär immer noch mehr Rapper als ihr. Ey, ey, ey. Und ey, ey, ey. Und ich weiß, wo ihr Hater gerade steckt, auch ohne Handy-Tracker. Irgendwo im Untergrund, wo ihr über Sammy meckert. Früher war er Battle-Rapper, heute ist er Reggae-Sänger. Wahrscheinlich macht er als nächstes Heavy-Metal, kann sein. Trotzdem bring ich's auf den Punkt, Punchline für Punchline. Es ist wie eine Krankheit, jeder will heute bekannt sein. Von heute auf morgen einfach Abracadabra. Keiner tut was, aber alle labern und reden über mich, als ob ich damals am Start war und danach nicht da war und gar nichts getan hab. Und er erzählt nur, dass es hier Schwarzer so hart war, sein Vater nicht da war, man armer, das Drama. Und ja, man, ich bin nicht ganz so smart wie Obama, doch hab grad den neuen Fahrplan und bin startklar. Und manche meinen, ich singe wie Bob Marley auf Crack, aber schreien trotzdem nach der Show, Sammy, die Party war fett. Und sagen, bleib doch hier, ich sage nein, ich fahr lieber weg. Aber nicht bevor ich für die echten Fans und Party da rap. Denn Deluxe ist hier der Artist, Tsunami, die Band. Und dies ist ein Wahnsinns-Event, mir ist ganz egal, wie es nennt. Nur eine natürliche Entwicklung, ich folg gar keinem Trend nie. Ihr Rapper macht auf Superstar, doch habt keinen Bentley. Seid nie eine eigene Tour gefahren, das Sparschwein ist empty. Und ich weiß noch, wie es vor mir war, es gab keinen MC. Der konnte, was ich kann, und auch seitdem hab ich hier keinen gesehen. Das müsst ihr euch wohl eingestehen, wenn ihr dabei seid, heimzugehen. Doch mal mit bisschen Abstand, dieses Wochenende reflektiert. Und zu dem Schluss kommt, ja, Sammy ist immer noch der Beste hier. Man garantiert, mein Flow ist so wie Essen bei Mutti. Du sagst, ich hab es nicht mehr drauf, komm, lass wetten um Fuffi. Besser noch, lass wetten um Huni. Dieses Geschäft ist dreckig wie Gulli. Aber ich geb mein Bestes, wieg Worte, als wären sie aus Gummi. Apropos Gummi, das ist auch das Ding, was schützt vor den Geschlechtskrankheiten. Wenn ich keine Message hab, wieso sollte ich den Text dann schreiben? Ich fahr hier einfach meinen sozialen Film, hoffe ich setz ein Zeichen. Doch mir scheint es, viele dieser Rapper haben Sex mit Leichen. Denn ihre Liebe ist tot und ich bin nicht bereit zu diskutieren auf diesem Niveau. Früher war ein guter Rapper der Typ mit dem fiesesten Flow. Heute sind die ersten Fragen, geht er mit Koks, schießt er nicht tot? Er hat gute Wortspiele, das interessiert mich nicht so. Ich steh mehr so auf Gangster-Rap mit aggressiverem Ton. Das ist auch vollkommen okay, aber verlang das nicht von mir. Weil ich anders bin als die, weil ich anders bin als ihr. So entspannt und reflektiert, man, so ein piesiger Typ. Weil ich nichts außer den Hass und die Liebe so lieb. Um mich auf Streit einzulassen, passt nicht zur Philosophie. Doch wenn ihr unbedingt Beef wollt, okay, dann zieh ich in Krieg. Renn zu McDonalds, hol mir reichlich Strohhalme und Servietten. Schieß beim Splash mit Spuckekugeln auf alle anderen, die rappen. Aus der ersten Reihe, guck mal, ich bin auch da. Guck mal, ich bin auch da. Guck mal, ich bin auch hart. Ey, ey, ey. Du laberst doch nur Scheiße, weil du high bist, chill Sam. Ich glaub, du bist noch stoner als in Cypress Hills Band. Doch bei so vielen Zeilen und gereimten Silben kann ich mir leisten, mir etwas drauf einzubilden. Und es gibt eins, das ihr noch wissen solltet. Ich hätte echte Probleme, wenn ich Rapper namentlich dissen wollte. Wie soll man bei all den Standard-Songs, aber bei den Standard-Alben mit Standard-Namen noch diese ganzen Rapper auseinanderhalten? Ey! Es erinnert mich an Weck mich auf. Ich kann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Mein Diss würde so klingen. Dies hier geht gegen, du weißt schon wen. Wie heißt er noch? Der Rapper mit der Kette, mit der weiten Hose. Der immer auf hart macht, jedes Foto, die gleiche Pose. Der Rapper aus der Kategorie Rapper, bei der man sich nach der ersten Strophe nie fragt. Wow, was erzählt der wohl in der zweiten Strophe? Und was ich gerade hier mache, das nennt sich Live-Hypnose. Ich muss es tun, denn die Jugend heute hat scheiß Idole. Und ich will einfach von dem negativen Hyper blenken. Mutti
inspirieren zum Weiterdenken. Uns zahlt später keiner retten. Dafür, dass wir auf dick machen. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Heute muss ich immer öfter an die alten Zeiten denken. Als die ganze Szene noch so jung und noch im Untergrund war. Pläne waren groß, doch wir waren kleiner als ein Umpa-Lumpa. Und oft wähle ich die Kummernummer. Ring, ring, ja bitte. Hier ist Sammy Deluxe, ist okay, wenn ich paar Bars bitte. Schon wieder Herr Deluxe, okay, legen Sie los. Na gut, ich bin frustriert, es scheint die Hip-Hop-Szene ist tot. Ich seh viel zu wenig Breaker und viel zu wenige Sprüher. Überall nur noch Hater, nichts ist mehr so wie früher. Alles wird aggressiver, Mann, die Aussichten sind finster. Selbst beim Splash chillen im Backstage mehr Bodyguards als Künstler. Ey, und keiner davon. Und keiner davon ist meiner, das ist keine Kritik. Ich sag einfach nur meine Meinung. Wir haben so viel Potenzial. Hip-Hop ist definitiv die größte Jugendkultur der Welt. Und Rap ist die Musik. Doch man kriegt keinen Respekt, wenn man sich den Respekt nicht verdient. Und das war's bis dato von Deutschlands bestem MC. Bloodclaat.